Hier irgendwo war er unterwegs. Am hellichten Tag verließ er den Wald und erlegte ein Schaf nur 20 Meter von einem Haus entfernt. Das alles in einem Weiler oberhalb von Böbing. Dass der Wolf so nahe kam, beschäftigt hier viele. Ja, gut ist es nicht. Sagen wir so, wenn man kleine Kinder hat oder so, macht man sich immer Gedanken. Ja. Ich bin mir selber unschlüssig, einfach. Ich weiß es noch nicht. Ob jetzt allein im Wald unterwegs sein wäre, weiß ich nicht. Also der Wolf gehört genauso zu uns. Also zu der Natur, zu den Menschen und die anderen Tiere genauso wie der Mensch. Das gehört zu uns. Da braucht man keine Angst haben. Gewiss nicht. Die Schafhalter gehen lieber auf Nummer sicher. Ein Großteil der Schafe im bayerischen Oberland ist mittlerweile im Stall. Viele sind alarmiert. Vor die Kamera traut sich aber nur er, Josef Grasecker, der Vorsitzende vom Landesverband Bayerischer Schafhalter. Die Wissenschaft hat es ja vorausgesagt, es gibt Eskalationsstufen. Und wir sind jetzt so weit, dass sich die Wölfe langsam den Behausungen nähern und den Ortschaften und die Risse auch vor den Häusern oder besser gesagt auch im Stallbereich tätigen. Und es wird noch weitergehen, also die werden später auch in den Ortschaften andere Tiere jagen. Ich nenne nur Hunde und Katzen. Das Bayerische Landesamt für Umwelt in Augsburg bestätigt zwar, dass es sich um einen Wolf gehandelt hat, der das Schaf nahe Böbing gerissen hat, aber beruhigt auch gleichzeitig. Für den Menschen gehe derzeit keine Gefahr aus. Der Wolf ist ein an sich sehr scheues, zurückhaltendes Tier. Wenn er Menschen sieht, ergreift er meistens die Flucht. Wenn er sich unbeobachtet fühlt, kann er sich auch mal menschlichen Siedlungen nähern. Es ist aber zu keinem gefährlichen Vorfall gekommen und der Wolf ergreift normalerweise gleich die Flucht. Solche elektrisch aufgeladenen und höheren Zäune sollen laut Landesamt Nutztiere schützen. Dort, wo Wölfe nachgewiesen sind, werden sie zu 100% gefördert. Doch Schafhalter reicht das bei Weitem nicht. Sie fordern, den Schutzstatus des Wolfs zu senken. Wir wollen, dass zu den anderen Schutzmaßnahmen oder Herdenschutzmaßnahmen eine Bestandsjagd kommt und vor allem eine Schutzjagd. Also wenn Übergriffe passieren, müssen diese Tiere entnommen werden. Das kann nicht sein, dass man die ein halbes Jahr, ein Jahr lang auf Nutztiere loslässt und erst dann irgendwann zu reagieren anfängt. Noch blicken die Schafe in eine ungewisse Zukunft. Doch eine Mehrheit im EU-Parlament ist auf ihrer Seite. Letzte Woche wurde eine neue EU-Wolfstrategie gefordert. Darin geht es auch um die Wolfsjagd, da die Tiere nicht mehr vom Aussterben bedroht seien.